Die Kulturwelt lebt wieder auf. Im Brugger Stadttheater unterhielten die Künstler ihr Publikum mit interessanten Improvisationen. Wie genau das aussieht, sehen Sie im folgenden Beitrag. Die Corona-Krise hat auch die Brugger Kulturszene getroffen. Um die Rückkehr der Kulturschaffenden einzuleiten, schaltete das Team rund um Organisator Thomas Meyer die heimische Kultur wieder ein und organisiert eine 13-wöchige Veranstaltungsreihe. 13 Vorstellungen an 13 Samstagen bis hin zum 5. September, damit man endlich wiederum was fürs Publikum macht, aber natürlich auch für die regionalen Künstler, damit die auftreten können, weil die leiden ja auch ganz besonders. Ne? Heute ist von der Serie der erste echte Theaterabend. Bis dato haben wir zwei Musikabende gehabt. Heute ist es Improvisationstheater. Das ist ein Improvisationstheater einfach deswegen, weil es einfacher war, weil die Leute kein Stück proben konnten, keinen Nahkontakt hatten. Deswegen habe ich lange mit den Improtagonisten gesprochen, habe sie dann auch überzeugt, dass man doch was machen könnte. Sie trainieren so und so immer wiederum. Also was erwartet man? Spaß, Unterhaltung, auch Gesang, musikalische Elemente, aber auf jeden Fall, keiner weiß, nicht einmal die Künstler, was wirklich passieren wird heute. Lass uns überraschen. Also wer in meine Nähe kommt, der wird bestückt. Entweder mit einem Freund oder mit wahrer Wolle. Und nachdem ich biologisch bevorzuge, stricke ich Schafwolle. Dann bekomme ich Was genau ist denn improvisiertes Theater? Theater, das im Moment entsteht. Wir proben nicht, wir trainieren. Und heute am Abend werden Stücke zu sehen sein, die nie vorher geprobt wurden und nie mehr wiederholt wurden. Das ist manchmal schade, manchmal auch nicht. In meinem Leben hat es viele Situationen gegeben, wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Und jede dieser Situationen hat mich stärker gemacht. Einmal sollte ich aus einem Geschäft einen Kilo Fleisch kaufen. Und ich habe einen Kilo Fleisch gekauft und bin nach Hause gekommen. Und es war Rindfleisch und meine Mama wollte Schweinefleisch. Und sie hat mich geschickt, das hat mich schon verletzt. Die Veranstaltungsreihe kommt bei der Brugger Bevölkerung sehr gut an. Wir sind hier immer sehr gut gefüllt mit den 50 Zuschauerplätzen und auch online haben wir mit einer Reichweite von 1200 bis 1300 Views eine sehr große Reichweite. Das ist ein Schritt in die Normalität, ein kleiner Schritt, aber ein großer Schritt für die Kultur, der wichtig war und es ist auch für uns als Stadtgemeinde sehr, sehr wichtig, dass wir da wieder was bringen können, dass wir aufmachen können. Wir haben super Akteure bei uns. Und die lächeln auch schon danach, dass sie sich wieder der Öffentlichkeit zeigen können. Alles Danke!